sind wir wieder bei unserem Güstel. Hallo, erstmal zusammen. Wir wären jetzt schon auf dem Weg nach Südfrankreich. Ja. Und das habt ihr ja in unserem letzten Video gesehen, dass wir uns der Situation geschuldet nach zu Hause geblieben sind. Und da wollten wir jetzt noch ergänzend was dazu sagen. Also diese ganze Corona-Geschichte, die hat nicht nur euch überrascht, die hat auch uns überrascht, die hat die Regierung überrascht, die hat alles überrascht. Jetzt hier panisch oder frustriert zu reagieren, ja, das macht keinen Sinn. Und es ist auch ein bisschen blöd, uns gegenüber da schon mit einem leicht aggressiven Ton da Kommentare abzulassen. Ja, wir wären verantwortungslos und solche Dinge. Ja, also es ist ja, diese Videos, die man dreht, sind ja immer in einer gewissen Situation. Und diese Situation, die wir da hatten, als wir unsere Absage, gecanceltes Frankreich-Urlaub ja gefilmt haben, da war unser Wissensstand einfach so. Da waren noch keine Grenzen geschlossen. Da hing alles ein bisschen so in der Luft. Deshalb haben wir uns ja auch entschieden, nicht hinzufahren. Also es gab nur eben, und bei uns ja gab es keine Schulschließungen. Und es wurde damals, zu diesem Zeitpunkt, wurde einfach auch nur gesagt, dass man Abstand halten soll, Armbeuge niese, Hände gut waschen. Richtig. Und ja, und von Reiseeinschränkungen in dem Sinn war überhaupt keine Rede. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ich muss mal dazu sagen, ich schaue mir öfters mal das Morgenmagazin an, und im Morgenmagazin haben sie sich noch lustig gemacht über alle Leute, die hier Bedenken haben. Da waren sie noch nebeneinander gesessen und haben ja süffisant geredet, das kann man ganz klar sagen. Mhm. Ich fand das nämlich auch ein bisschen daneben, weil ich mehr Bedenken gehabt habe, als die artikuliert haben. Die haben dann so getan, jetzt machen sie sich verrückt, die Leute, wegen Corona, aber die Grippe hat schon so viele Todesopfer gefordert. Ja, dass da ein Unterschied ist zwischen der Grippe und der Corona, das hätten sie sich denken können. Ich mache hier ganz klar Journalistenschelte, ja, denn das war verantwortungslos. Ja, die haben das so hingestellt, dass jeder, der hier Bedenken hat, nicht ganz dicht ist, aber jeder vernünftige Mensch hätte auch wissen müssen, ja, damals schon, dass wenn China eine Millionenstadt absperrt, dass das Ganze nicht harmlos ist, denn wegen einer Grippe ist doch keine Millionenstadt abgesperrt worden, ja. Und dann hat uns das Ganze überrannt. Also ich habe schon vorher Bedenken gehabt mit einer Reise nach Frankreich, die Ossi etwas später. Und dann am Donnerstag, Freitag haben wir uns dann entschlossen, wir sagen die Reise ab. Und da waren aber noch alle Grenzen offen. Ich habe noch im Internet recherchiert, da hat es doch geheißen, es besteht auch gar nicht mal ein Problem, wenn man jetzt nach Italien fahren möchte. Da war auch Italien noch offen. Ja, dann es hieß nur, man soll halt diese Risikogebiete natürlich meiden. Richtig, und Abstand zu den Leuten halten, in der Armbeuge niesen. Ja. Und Hände waschen. Und Hände waschen, habe ich ja schon gesagt. Und dann haben wir am Samstag früh haben wir dann das Video gedreht. Und haben es am Samstagnachmittag, Spätnachmittag veröffentlicht. Und das war unser Kenntnisstand damals. Ja. Es haben sich dann am Samstag und am Sonntag die Ereignisse überschlagen. Da war das Video schon online. Und dann haben wir noch ein Statement reingeschrieben, dass das Video unseren damaligen Kenntnisstand entspricht und nicht dem aktuellen. Ja. Und dann kamen trotzdem noch blöde Kommentare. Was heißt blöde? Zum Teil kamen schon unverschämte Kommentare. Ja. Man hat uns beschimpft, wir wären total verantwortungslos und das kann man überhaupt nicht bringen. Was haben wir getan? Wir haben nur gesagt, wir wollen innerhalb Deutschlands reisen. Was zu diesem Zeitpunkt ja noch vollkommen in Ordnung war. Es stand nirgends in Frage, dass man das nicht machen soll. Eben. Ja. Und dann einem solche bösen Mails zu schreiben, das fand ich dann auch eigentlich daneben. Zumal mir ja unter unser Video noch eben, wie Helle gerade gesagt hat, wir haben ein Statement drunter geschrieben, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt ja der Wissensstand war. Und einer hat sogar geschrieben, und das muss ich schon sagen, so nach dem Motto, wir sperren uns mit unseren Kindern ein, damit ihr Alten überlebt, weil ihr Alten seid die Gefährdungsgruppe. Hallo, fangen wir jetzt da einen Generationenkonflikt an. Also es ist teilweise, wie Menschen reagieren, ist teilweise schon blöd. Also, und ihr könnt ganz sicher sein, wir werden euch nie
in Gefahr bringen und uns natürlich auch nicht. Wir hängen auch an unserem Leben. Ja. Auch wenn wir schon viele Jahre hinter uns haben. Und unsere Reisen sind immer angepasst. Also, ja, natürlich. Also wir würden niemand in Gefahr bringen, weder euch noch uns. Ja. Und ich denke, jetzt haben wir zu dem Thema alles gesagt, oder? Wie wir jetzt weiter agieren mit unserer Reisen, das steht jetzt noch nicht fest. Wir sind da ja jetzt ganz offen. Also im Moment Ausland ist sowieso kein Thema. Man kommt ja überhaupt, käme ja gar nicht. Die Grenzen sind ja geschlossen. Ja. Und auch innerhalb Deutschlands gibt es unterschiedliche Hotspots, sage ich jetzt einfach mal. Aber wie wir uns jetzt in der nahen Zukunft entscheiden, das wissen wir ja jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir werden weder euch noch uns gefährden. Ja. Und so werden wir unser Verhalten ja auch anpassen. Wir waren jetzt die ganzen Tage zu Hause, also außer natürlich immer einen Spaziergang, aber Einkaufen. Was ja auch okay ist, einkaufen. Ja. Und wir schließen auch nicht aus, dass wir da mal für ein paar Tage wegfahren. Aber wenn, dann so, dass wir niemanden anstecken, das heißt also mit niemanden in Kontakt sind. Und ich denke, da spricht auch nicht großartig was dagegen. Man soll halt den Kontakt oder die Kommunikation mit Menschen meiden. Und wie sich das jetzt weiter realisieren lässt, also auch im Hinblick auf unsere Enkel, das wird sich jetzt dann zeigen. Also das ist eine Ausnahmesituation, die wir noch nie gehabt haben. Ich bin jetzt gut über 60 Jahre alt, ja, und habe sowas noch nie erlebt. Das hat keiner von uns erlebt. Also von daher, wir werden jetzt einfach sehen, wie alles sich weiterentwickelt. Und ja, und bis dahin hoffen wir natürlich, dass ihr alle gesund bleibt. Ja. Und wie wir ja jetzt auch eigentlich schon mitbekommen haben, es gibt ja viele von den Wohnmobilisten oder Offroader oder halt alle, die noch unterwegs sind. Und viele haben es nicht mehr geschafft, aus irgendwelchen Gründen nach Deutschland zurückzukommen. An die denke ich jetzt natürlich auch, die jetzt dann eventuell Wochen, wenn nicht sogar Monate lang irgendwo in einem Land sind und da ja dann auch sich nicht richtig bewegen können, sondern eingesperrt sind. Das ist vielleicht auch nicht gerade sehr lustig. Ja. Also, wir grüßen alle, die jetzt da im Ausland unfreiwilligerweise unterwegs sind, egal ob Frankreich, Spanien, Italien, Marokko, Marokko, Lateinamerika, überall sind sie ja verteilt. Und ja, also wir denken natürlich auch an euch und hoffen, dass ihr das auch alle gut übersteht. Und ja. Vielleicht meldet ihr euch einmal und gebt ein kurzes Statement ab in unseren Kommentaren. Würde uns interessieren, was ihr da so erlebt. Ja. Wenn ihr nicht selber Videos macht und da berichtet, also wir schauen das. Wir würden das sehr interessiert anschauen. Ja, klar, von euch alle. Ja. Also, insoweit, wir melden uns jetzt hier aus unserer Heimat, aus unserer Heimatortschaft. Jawohl, wir haben eben, wie gesagt, wir haben jetzt hier nochmal nach unserem Gustl geschaut, wollen das eine oder andere nochmal herrichten. Und ja, und dann, jetzt fahren wir dann wieder nach Hause auf unseren Drahteseln. Ja, aber wir haben schon ein bisschen was in Überlegung, dass wir dann noch das eine oder andere Video während der freiwilligen Quarantänezeit drehen, oder? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich weiß mal wieder nicht, von was er redet. Jetzt wird er wieder behaupten, ich habe ihm nicht richtig zugehört. Ja. Also da seht ihr wieder, was sie sagt. Ja. Also in diesem Sinne sagen wir jetzt einfach tschüss. Ciao. Bleibt gesund. Richtig. Bleibt in Quarantäne. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Ciao.